Ich bin so tot, Mann. Mach das Ding tot, Alter. Hallo meine lieben Freunde und damit natürlich herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake mit mir, dem Shaddox, hier gerade unterwegs in der Kanalisation von dem Typen, der die Kronjuwelen hat. Gut, alles klar. So, was auch klar ist, dass ich gleich tot bin, wenn ich nicht aufpasse. Gebet. Na, Tifa, hattest du nicht auch noch irgendwo Eis? Nein, hast du nicht. Das ist doof. Ah, never mind. Jo, die haben richtig Bock auf mich. Ist aber kein Problem. Wir heilen einfach mal. Ich würde sagen, die Crap haben wir gerade echt extrem gut weggeboxt. Da kann man ja gar nicht meckern. Okay, das nervt mich jetzt gerade aber schon ein bisschen. Okay. Die haben wir ordentlich weggekrittet. Ist auf jeden Fall eine tolle Sache. So, Luki Luki, was haben wir hier? Äther. Boah. Oh, was sollen diese lame Schätze? Gefällt mir gar nicht gut. So, und? Wo sind wir jetzt? Oh, lol. Ja, das war jetzt irgendwie eine alternative Route. Räumen wir auf. Aber darüber hinaus, hat uns das jetzt irgendwas gebracht? Irgendwie nicht. Wir haben Äther bekommen. Wow. Amazing. Okay. Wieso haben die so viel XP gebracht? Hi, Stamp. Naja, egal. Ich will nicht meckern. Ach, wir hätten sowieso hier lang gehen müssen, weil hier der Weg geblockt ist. Und hier ist der Weg auch geblockt. Eine Markierung von Avalanche. Hier muss Jesse mit Biggs den Generalschlüssel versteckt haben. What? Und wir konnten den beiden gar nicht für die Hilfe danken. Tifa. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich unterbreche eure Unterhaltung nur ungern. Aber auf der anderen Seite ist der Kanal, zu dem wir wollen. Wissen wir doch. Hallo, Leslie. Kannst du uns mal ein bisschen ganz kurz mal eben sentimental werden lassen? So völlig angebracht. Willkommen im Untergrund. Ha. Here we go again. Ah, genau, das Ding war offen. Zu. Jo. Wir sind so lahmarschig. Ich rede freiwillig mit dir. Hier war aber vorher noch nicht auf. Ihr geht vor und sichert den Weg. Schon klar. Darf ich was fragen? Warum hast du uns damals bei der Brautschau geholfen? Weil Anjan mich darum gebeten hatte. Mehr nicht? Ich weiß genau, wann ich mich besser zu fügen habe. Wie? Los, jetzt macht endlich. Ja, zu fügen. Aha, du verstehst es also, dich zu... Ja, ich verstehe schon. Mhm, okay, alles klar. So einer bist du also, Leslie. Ha, ich habe doch nichts dagegen. Ist doch völlig okay. To be a little bit... Tifa, du solltest jetzt mal nichts machen. Ah! Das nervt doch, die mit ihrer komischen Immunität gegenüber physischen Angriffen. Da kriege ich echt das Kotze. Ah, guck mal hier, aber in der Haltung kann ich hier trotzdem einfach reinrotzen. Ja, gefällt mir gut, gefällt mir gut, gefällt mir gut, gefällt mir gut, gefällt mir super gut. Danke für gar nichts.
So, was ich jetzt einfach nur machen möchte ist, ihr habt es vielleicht erraten, Gebet, genau. So, ich glaube, ich mache mir da gleich einen Shortcut drauf. Das gibt mir ein bisschen auf die Ömmel, das ständig auswählen zu müssen. Ja, finde ich auch. So, einen Moment. Menü, Kampfeinstellungen, Cloud, Vitra wird getauscht gegen Gebet. Und Blitzra ist okay. Puls benutze ich eh so gut wie nie. Ist so relativ egal. So, ich habe aber auch noch kein Blitzra, ne? Okay. Limit brauchen wir nicht. Das ist völlig in Ordnung, das so zu triggern. So, du hast eh kein Gebet mehr, das heißt, du kannst hier auch ruhig deine maximale Wut hier oben haben. Du hast kein Eisra, dafür hast du Feuer. Gönn dir, Schwester. So, und die anderen sind relativ egal. Gut. So, how may I help you, Leslie? Hier durch, was sagst du? Warte. Wir erreichen gleich Corneos Versteck. Ab hier gehe ich voraus. Mhm. Guck mal, a new melody. Schauen wir mal. Megatränke sind hier wieder schön reduziert. Total toll, preiswert. Und Phönixfedern können wir auch aufstocken. Lay down some rubber. Aha. Gut. So. Werden wir uns mal eben genehmigen. Leg ein bisschen Gummi nieder. Ist das irgendeine Andeutung? Na, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Hier? Ja. Jetzt sag uns, wie wir raufkommen. Erst drin. Soll das heißen, wir sollen mitkommen? Tut mir leid. Aber ich brauche euch noch ein bisschen. Verdammt! Halt! Hinterher! Aber... Er hat den Schlüssel! Ohne ihn sitzen wir fest. Los! Rückeroberung des Schlüssels. Irgendein komisches, hässliches Viech greift Leslie an. Verschlossen. Really? Ja, können wir später versuchen zu öffnen. Then hurry! Ah. Weit kommt das Ding bestimmt eh nicht. Also, gemach, gemach. Können nebenbei hier schön Schätze einsammeln. Viecher kaputt klatschen. Alles gar kein Problem. Und Giftmüll können wir auch gerne nehmen. Klaut das neue Endlager. Danke für gar nichts. So, wir können natürlich jetzt mal richtig heftig übertreiben. Hat nicht geklappt! Oh doch. Ich hab gedacht, der Angriff wäre verpufft. Junge, du triffst mich ja immer noch. Was geht denn bei dir ab? Ja! Alter! Das ist doch Pech bis zum geht nicht mehr. Kann mir doch erzählen, was du willst. So eine dumme Scheiße jetzt. Ach, cool. Ach, cool. Ach, irgendwie Cloud hier mit den kleinen Buster-Sword auf dem Rücken sieht echt süß aus. Ey, hört auf, meine kleinen Leute hier zu hauen. Geht aber gar nicht. Gar nicht gut. Ja, Ausraster-Modus aktiv. Hier, gib ihm. Gib ihm Faust. Alter.
Drachen. Weiter oben. Hat die Sache verkompliziert. Ich heile mich mal eben ganz kurz hoch, so dezent. Hier haben sich diese Biester ihr Nest gebaut. Sie könnten jederzeit irgendwo rausschauen. Huch, what? Seid vorsichtig. Wo ist eigentlich meine Karte oben hin? Habe ich keine Karte mehr? Doch, habe ich wohl. Ist nur wieder irgendwie aus irgendeinem Grund ausgeblendet. Ist das Schimmel? Oder was soll das darstellen? I don't know. Sieht hübsch aus. Volle Konzentration. Akku, Jungs. Ach, lol. Jungs. Akku, Jungs. Ups. Das war eigentlich versehentlich, aber egal. Ach so, ich habe die noch gar nicht analysiert. Hihi, soll ich vielleicht mal machen. Von denen kann ich bestimmt noch was lernen. Ja klar, du wartest natürlich, bis ich jetzt hier rauskomme, ne? Ja. Sowas finde ich immer witzig. Totally realistic. Lugo ist okay. Was nicht okay ist, der kleine andere Typ. Typi, den müssen wir analysieren. Für unsere Sammlung. Oder? Klar müssen wir das. Und, was haben wir hier? Giftmüll, sämtliche Angriffe fühlen seine Schokolade langsam. Ah ja. Gar kein Thema. Ich glaube, Barrett ist am Schnarchen. Oh ja. Ordentlich sogar. Aufwachen! Ich will wieder ein bisschen HP voll machen. Ah. Bis wir am Ziel sind. Jetzt springt er bestimmt wieder links runter oder so. Ne? Ah, gucke mal. Ach, mussten wir sowieso auch machen. Doof, meine ATB-Leiste war vorhin fast komplett voll und jetzt ist sie eben halt nicht voll. Oh, jetzt krieg ich wieder dick aufs Fressbrett. War so klar, ne? Alter, immer wenn ich kurz davor bin, mein Gebet voll zu haben, dann müssten mir die Gegner einfach richtig heftig auf die Nüsse gehen. Why? Ist es wirklich notwendig, mich so abzufacken? Kann ich den Sprungding nicht irgendwie kontern? Ja, danke für gar nichts. Oh, Alter, das Combat-System, ne? Das ist ab und zu... Wow, also... Ja, da muss man sich ab und zu ein bisschen zurückhalten, ne? Das kann schon mal richtig einen auf den Sack gehen, du. Ja. Toll. Ach, Barrett, du bist hier noch ein... Ach, ja. Hab nichts gesagt. Barrett ist K.O. Cloud ist der Letzte. Alrighty, Friends. Mehr oder weniger Friends. Hilfe! Mach die Scheiße auf! Ich kann mich jetzt verkacken hier gegen die Teile. Verpiss dich! Hau ab! Digga. Ja, ich bin tot jetzt. Offiziell bin ich tot.
bin offiziell dead. Bin so dead. Auf ein neues. Ich bin so tot, Mann. Mach das Ding tot. Alter. Also lustig ist das hier überhaupt nicht mehr. Hammer. Der Hammer. Wir haben ja einige von denen, ne? Oh ja. Ich bin wieder frisch. Das schaffen wir. Oh, geil. Jetzt machen wir erstmal hier die Jungen fertig, bis zum geht nicht mehr. Hier, heilen. Dankeschön. Hier, Barrett. Du rockst die Bude. Habe ich jetzt einfach mal festgelegt. Mach das Wissen für fertig. Danke. Das Ding pariert wieder jeden Shit. Hattest du nicht Eis? Oh, okay, alles klar. Oh mein Gott, ich hasse immer diese... Weißt du, wenn man Komplimente kriegt und dann sagt, ach ja, danke, oh, siehst du, sowas mag ich gar nicht. Also danke kann man klar sagen, aber wenn man dann sagt so, ja, kannst du mal sehen, dann ist... Oh, das denke ich mir immer so, Alter. Nimm den Lob an, aber stinker dann nicht direkt rum. Ja, hier. Ich zeig dir mal was. Gut, ne? Icegar for the win. Junge, das war Combo Breaker. So, hier kann man bestimmt die Leiter hoch. So, und da gab's einen Schatz. Den wollte ich unbedingt mit einsammeln. Was haben die hier nur mit ihrem verdammten Äther? Von beiden Seiten. Okay. Lasst es nicht entwischen. Das Ding macht sich über uns lustig. Kriech mal langsam zu dir. Ganz das Härchen. Ganz das Härchen? War das Härchen so gerissen? Weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall ziemlich OP. Schutzstiefel. Huch. Ach, guck mal. Ne, Moment. Wir, also aufgemacht haben wir's, aber wir können trotzdem links verlangen, weil das Ding geflutet ist. Hm, aber wir haben es zumindest auf. Da müsste es hier irgendwo eine Pumpe geben, um das Ganze wieder zu lösen, ne? Tja, ich denke mal, wir können jetzt erstmal nichts damit machen.
Ach, guck mal. Das diebische Akku, Junge. Er will also endlich mal fighten. Gut. Oh, das hat sich laut angehört, das Grollen. Ist Papa wieder da? Oh, shit. Wollen die eigentlich heilen? Feuer doch. Feuer ist gut. Du hattest aber kein Feuer, ne? Nein. Okay. Dann probieren wir es gleich mit Barret. Barret, du darfst. Fire in the hole! So, und Cloud, du darfst natürlich auch ein bisschen was machen. Vor allem heilen. That's your job. Tifa, what are you doing? Ende mit Schrecken. Okay. Barret, du hast doch noch hier ein bisschen Mana, oder? Kümmere mich dich mal um. Hä? Nein. Ah, Vollgas auch bei ihm. Ja. Ach, du. Komm ab und zu noch ein bisschen damit durcheinander, wer welche Spells hat gerade. Ah, sehr gut. Den haben wir fertig. Jetzt nur noch hier der kleine Pisa hier. Hier. Fire in the hole! Gib her! Schmuck? Gib her. Schicker Schlüssel. Sorry. Das gehört nicht wirklich dir, oder? Schwester, Mutter? Familie habe ich nicht. Unser Traum ist vorbei, Leslie. Die Blume steht für... Du musst mich vergessen. Für immer. Ein halbes Jahr her. Kurz darauf wurde sie Corneos Braut und verschwand aus meinem Leben. Den Anhänger gab sie mir zurück. Abgebrüht, oder? Dabei war das Teil verdammt teuer. Was willst du hier unten überhaupt? Ich will Rache. Ich warte schon zu lange. Wenn ich keinen Schlussstrich ziehe, werde ich nie loslassen können. Wenn's dir hilft? Solange wir nach oben kommen, ist's egal. Keine Sorge. Ich stehe zu meinem Wort. Du gefällst mir. Kommt hier lang. Eine Abkürzung. Von ich traue dir nicht, mein Freundchen. Du gefällst mir.
Ah, ja, du gefällst mir, Leslie. Guti, was ist denn jetzt hier? Ich komme sicherlich noch nicht hier weiter, ne? Ich würde gerne. Aber ich darf, glaube ich, nicht richtig. Ich würde nämlich so gerne einfach hier reingehen. Und gucken, was da ist. Um endlich diese verdammte Nebenmission abschließen zu können. Tja, und ich weiß nicht mal, an welche Bedingungen das geknüpft ist, das Ding da frei zugänglich zu machen. Vielleicht gibt es ja auf dieser Seite etwas. Vielleicht, aber auch nicht. Ja gut, ich verstehe jetzt die Entscheidung von der Dame nicht. Was war jetzt mit der Dame los? Und dann wurde sie die Braut von Corneo? What the fuck is going on, Alter? Wahre Liebe, Alter. Ach, Jesus. Ah! Das macht mich stinkig! Was haben wir denn hier überhaupt? Haben wir irgendwelche Schalter hier? Nee, haben wir nicht. Na, warte, Corneo. Wenn ich dich in die Finger kriege. Tja. Nein, Corneo gehört mir. Oh! Bitte. Oh! Verstanden. Ein Moment. Oh, yeah. Alles klar. Now we're going straight. Okay, alles klar. Meine lieben Freunde, ich würde sagen, dann machen wir an dieser Stelle jetzt erstmal ein kleines Päuschen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Final Fantasy VII Remake in aller Frische. Und dann schauen wir uns erstmal an, was wir im stillgelegten Kanalisationsbereich denn so Tolles finden. Tja, ich hoffe, wir können da endlich unsere Nebenmission abschließen. Vielleicht aber auch nicht, weil uns noch irgendein Gate fehlt, das wir noch zusätzlich öffnen müssen. Aber, tja, who knows. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Shardox out!